Ja, hallo und herzlich willkommen zu Age of Empires 3. Hier zu einem 1 gegen 1 mit den Russen. Und zwar spiele ich gegen einen Abonnenten. So, jetzt schauen wir hier mal. Und es ist eine sehr... Also die Karte kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Ozarks oder so. Ich hoffe, ich spreche das jetzt nicht falsch aus. So. So, wir holen uns das, was auch immer das ist. Einmal hier hin und jetzt Schuss. Ja, wunderbar. Genau, jetzt brauchen wir als nächstes noch ein Haus hier bitte. Schnell. Was holen wir uns hier? 60 Nahrung, wunderbar, kein Problem. Den Sound vielleicht ein bisschen erhöhen. So. Und gleich nochmal Siedler raushauen. Wunderbar, wird gemacht. Weiter erkunden. Wir brauchen dann vor allem wieder Nahrung. Also wie gesagt, diese Map kenne ich hier überhaupt nicht. Mal schauen, wie das wird. Er spielt Franzose. Er ist auch Stufe 19, Hauptfeldwebel. Er ist derzeit stärker, wenigstens vom Rang als ich. Also es könnte sehr spannend werden und er hat hier wirklich auch gute Chancen, mich zu besiegen. Ah, hier ist schon sein Speer. Gut. So, jetzt muss ich mich wieder besinnen, wie das mit den Russen war. Blockhäuser. Ja. Wir wählen hier schon mal das Deck aus. Genau. Ja, hier wählen wir noch nichts. Das lohnt sich alles nicht. Wir sollen jetzt mal schön sammeln. Wir werden wahrscheinlich relativ spät erst ins nächste Zeitalter kommen. So. Wenn ihr hier fertig seid, dann geht ihr hier hin und jagt dieses Tier, bitte. Genau. Genau, dann können die hier noch da drauf gehen. Ah, oh Gott, ja, wir müssen hier natürlich... alles weiter erkunden mit unserem Kundschafter. Und ja, wie gesagt, hier heben wir uns erstmal noch die Heimatstufe auf. Wir haben jetzt genügend Siedler hoffentlich, um schnell ins nächste Zeitalter zu kommen. Er hat sich schon einen Handelsposten geholt. Okay, alles klar. So, was holen wir uns? Natürlich 4 Holzeinheiten. Ich glaube, Holz war recht wichtig noch. So, du gehst mal hier hinten bitte drauf. Ihr geht mal auch noch auf Holz. Ich glaube, Gold hat man fast gar nicht gebraucht. Ihr geht mal bitte auch noch stärker auf Holz. Ja, ich werde hier nochmal stärker echt auf Holz gehen. Oh, hier war noch ein Schatz, aber der ist uninteressant. Das ist ein Siedler, der ist zu stark bewacht. Alles klar, gut, bisher hat er auch mehr Punkte als wir. Gut, wir sind Russen. So, einmal hier jagen. Oh, er hat sich hier einen Handelsposten geholt, alles klar. Genau, jetzt brauchen wir hier unseren Marktplatz schnell. Da sind wir schon ein bisschen spät dran, leider. Dann müssen eigentlich auch auf jeden Fall neue Siedler gemacht werden. Das darf nicht vergessen werden. Wie sieht es hier aus? Oh, 160 Holz. So, jetzt ist die Frage, ob wir das schaffen hier gegen die zwei Tiere. So, einmal die ganzen Upgrades bitte. Was hole ich mir dann? Ich hole mir gleich mal dann die Strelitzen. Ja, er ist jetzt auch im Kolonialzeitalter. Wir sind relativ gleich. Gotov.
Wird hier das... Ach, das Holz wird gar nicht. Ah, mein Fehler. Hier, schnell das Holz bitte hacken. Oh, und wir brauchen jetzt ganz schnell Häuser. Wir brauchen jetzt ganz schnell weitere Häuser. So. Genau. Das war genau just in time. Perfekt. So, jetzt müssen wir hier... Ja, wir werden das jetzt mal hier ein bisschen defensiver machen. Ihr geht mal bitte noch hier hin. Auch hier hin. So. Gut, Strelitzen sind schon mal hier. Blockhaus wird gebaut. So, wir brauchen hier die Verbesserungen gleich mal. Und ein bisschen auf Minen müssen wir hier auch gehen. Auf jeden Fall. Was wollen wir uns dann? Nein, nicht die Kuste, das hier. Wir wollen hier schneller Tiere sammeln. So, wie war das jetzt? Ah ja, Holz, wir brauchen Holz. Das ist dann Timing, wir brauchen viel mehr Holz. Werden wir hier schon angegriffen? Da war doch gerade jemand. Du solltest doch hier nicht raus. Du... Wo gehst du hin? Du wirst hier mal jagen gehen. Ihr geht jetzt hier alle mal jagen. Ich hoffe, das ist kein Fehler. So. Ich brauche Holz. Jawohl. So, das ist jetzt ein eher schwacher Start meinerseits leider. So. Gut, hier ist... Hier stirbt jetzt ein Siedler. Das ist noch akzeptabel. So, unsere Milizen, unsere Strelitzen besser gesagt, die bleiben mal bitte hier in der Mitte. Ja, wir wurden jetzt hier leider ein bisschen wieder in der Wirtschaft geschwächt. Ah, was ist unser Bevölkerungslimit mal wieder zu niedrig? So, weitere Einheiten bitte. Und ja, was holen wir dann? 700 Gold. So. Das ist jetzt natürlich schon gefährlich, wenn er hier irgendwo mit seinen Husaren ist. Trotzdem versuche ich... Nein. Verdammt. Da ist er wieder. Aber die halten ja auch was aus, ohne Ende. Also leider hier. So, wir müssen unbedingt hier weiter... Nahkampf, schnell. So. Jetzt versuchen wir hier die mal zu vernichten. Obwohl die wirklich sehr stark sind, die Husaren. Eieiei.
Oh, verdammt, Leute, das war aber nichts. Wir haben den Kampf verloren. Gegen ein paar Husaren. Ihr hackt hier bitte Holz. So. Ja, okay, er ist jetzt uns hier gerade leider ziemlich überlegen. Er kommt hier mit immer mehr Leuten. Wir ziehen uns hier mal zurück. Boah, verdammt, wir werden hier abgeschlachtet. Ja, das hat er natürlich sehr gut gemacht. Das hat er sehr gut gemacht. Ja. Hier haben wir leider gerade Siedler verloren. So, jetzt müssen wir die irgendwie an ihm vorbei bekommen. Hierher. Oh Leute, das läuft nicht gut. Das läuft gar nicht gut. So, wir werden jetzt hier mal auf eine Mühle wohl schon gehen müssen. Das ist leider ziemlich schlecht. Ich konnte noch keine weiteren Siedler mehr produzieren. Da hat er uns einfach stark geschwächt mit den Husaren. Die waren natürlich genau das Richtige gegen die Strelitzen. Jetzt haben wir natürlich keine Nahrung mehr. So, einmal ihr hier, kommt Nahrung holen. Oh, Leute. Ah, es fehlt mir hier die Nahrung. Das versuchen wir hier trotzdem mal schnell auf die... auf die Kanonen zu gehen. Ja, das ist aber... das ist leider verloren. Also da ist er wirklich ein richtig guter Spieler als Franzose. Von wegen hier in schwacher Form. Da bin ich leider in deutlich schwächerer Form vorhanden. So, ich sehe jetzt kaum noch das hier zu gewinnen. Ja, eigentlich sehe ich das wirklich nicht mehr zu gewinnen. Wir kommen jetzt hier mit starker Armee. Wir haben nichts mehr ihm entgegenzusetzen. Nein, weiter bauen. Oh. Bau doch wenigstens hier das Blockhaus fertig, Leute. Ja, wir können nochmal 5 Kosaken schicken. Das bringt jetzt auch nichts mehr. Ihr sollt das hier bauen. Wieso baut denn keiner von euch? Ja. Gut. Da hat er uns einfach richtig gut gerusht. Er hat ja jetzt einfach schon Veteran-Kürassiere. Da waren die Russen auf jeden Fall genau die falsche Nation, um gegen ihn zu kämpfen. Also wirklich gut gespielt. Klingon, glaube ich, bei YouTube und hier auf Age of Empires, Scarfa. Da lohnt es sich jetzt nichts mehr, da haben wir keine Chance mehr. Da geben wir die Kolonie auf. Ja. Wirklich. Wirklich gut gespielt. Ich meine, jetzt hat er hier, absolute Map Control. Er hat uns früh gestört. Die Handelsposten gleich. Ja, einfach ein sehr erfahrener, sehr starker Spieler.
Und ich muss dazu sagen, als Russe hätte ich noch schneller rushen müssen. Ja, wie gesagt, ich müsste eigentlich andauernd Russen spielen, um die wirklich gut spielen zu können. Deswegen war ich da jetzt leider nicht zu stark. Aber, na gut, Ehre wem Ehre gebührt. Scarfa hier richtig stark, auch doppelt so viele Rohstoffe. Hat es einfach gut gemacht. Unsere Militäreinheiten waren einfach schlecht. Ich hätte früher umsteigen müssen. Genau, jetzt schauen wir nochmal die Dorfbewohner. Ja, da waren wir relativ gleich auf. Ich war ein bisschen überlegen. Hier dann sogar. Aber dann wurde ich angegriffen natürlich von seinen Husaren und dann ging es bergab. Und er brauchte dann gar nicht mehr allzu viel zu bauen an Siedlern. Er konnte einfach stark auf mich rushen. So, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, hier mal so einen starken Franzosen zu sehen, einen starken Franzosen-Rush. Auch wenn wir hier dann ziemlich fertig gemacht wurden. Ich denke, beim nächsten Mal wird das Ganze wieder besser laufen und dann wird es auch nochmal wieder ein Team-Match geben. Also vielleicht wieder ein 3 gegen 3. Darauf könnt ihr euch wieder freuen. Bis dann, macht's gut. Euer Gaius Julius Caesar.